Hallihallo, willkommen zurück bei Sol spielt und ja, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, tatsächlich noch eine Folge vom Kfz-Werkstatt-Simulator. Wer das Erstkontaktvideo dazu gesehen hat, ich sagte da ja, ich habe vier komische Spiele gekauft, die anderen drei geht wirklich gar nicht. Also das ist so schlecht, da kann ich kein Video zu machen, es geht einfach nicht. So Spiele, wo ich nicht mal die Auflösung ändern kann oder die einfach eine grottenschlechte Engine haben, die selbst auf meinem doch eigentlich High-End-PC ruckeln. Nein, danke. So, deswegen schauen wir mal hier ein bisschen weiter. Was wir als nächstes für einen Auftrag kriegen. Wir hatten, glaube ich, drei ja, Missionenaufträge erledigt. Reifen wechseln und irgendwie ein paar Filter wechseln und sowas. Was haben wir jetzt hier für eine komische Familienkutsche? Schauen wir mal, was sollen wir denn machen? Scanne das Auto mit dem OBD-Gerät. Können Sie meinen Bordcomputer scannen? Okay, ich glaube, dazu müssen wir hier rein. OBD-System auf Fehler prüfen. So, schauen wir mal. Jo, und jetzt, wie wertet man das aus? Was ist das für ein Computer? Schauen wir mal hier. Nope. Ja. Es muss doch irgendwie ein, soll irgendwie ein Ergebnis davon geben. Hallo? Das sind alles alte Ramschatten weg. So, einblenden. Teilezustand. Keine Ahnung. Sieht ja soweit eigentlich alles gut aus. Prüfmodus, was weiß ich. Na gut, dann. Keine Ahnung, dann. Dann. Was ist halt? Komische Mission. Mal gucken, ob das Auto nochmal zurückkommt. So, repariere den Anlasser. Ich habe gehört, ich kann hier meinen Anlasser reparieren lassen. Er funktioniert kaum noch. Aber ich habe momentan kein Geld für einen neuen. Kommen wir mit 100 Dollar für die Reparatur hin? Oha, das sieht ja schon ein bisschen gammelig aus. So, wo ist der Anlasser? Das ist, glaube ich, hier unten. Ne, Lichtmaschine ist Prüfmodus. Zustand unbekannt. Wasserpumpe. Kurbelwellenscheibe. Anlasser. Okay, wie kriege ich das denn raus? In welchem Zustand der ist? Schrauben wir ihn erstmal ab. 6%. Okay, das ist wirklich nicht gut. Naja, da müssen wir mal gucken, ob wir hier gebrauchte Ersatzteile. Das wird nix.
Es ist zu teuer, es ist zu teuer. Und ein neuer Anlasser kostet 200 Euro. Tja, und jetzt? Ich will das ablehnen. Dann mache ich ja Minus. Tja. Andere Lösung habe ich gerade nicht. Oh, ich könnte natürlich den alten mit der Wand schrauben und sagen, reicht nicht. Naja, wir sind aber nicht so. Ich repariere den Anlasser. Nein, nicht abschrauben. Wie soll ich den denn reparieren? Bitteschön. Kann ich was reparieren? Oh, reparieren. Ha. Okay. Das ist der Trick. Na gut, jetzt haben wir einen Anlasser auf Lager. Ich glaube, das war der reparierte. Jawohl. Geschafft. Mal schauen, was jetzt kommt. Hoffentlich irgendwas, wo wir den Anlasser verbauen können. Oh, 1000 Euro. Mache eine Testfahrt, ersetze alle beschädigten Teile. Okay. Moment, was stand da? Die Gänge einzulegen ist viel schwerer als sonst. Wahrscheinlich hat das Getriebe etwas abbekommen. Na gut, machen wir erstmal die Testfahrt. Brumm, brumm, brumm. Oh, ist hübsch. Das soll bestimmt ein VW darstellen oder so. Aber auch nicht so toll. So, dann fahren wir hier mal schon rum. Sieht aus wie ein Golf. Oh oh. Der Rückwärtsgang klingt wie beim Rallye-Auto. So, noch der Federungstest. Gut, geschafft. So, wie war das jetzt? Wo kriegt man raus, was kaputt ist? Jetzt muss man, glaube ich, gucken. Ersetze alle beschädigten Teile. Okay. Gucken wir mal. Sieht man schon irgendwie was? Ich glaube, ich muss an den Einblenden, Ausblenden, Spurstange. Sieht doch eigentlich nicht so schlecht aus.
Ich will die nicht tauschen mit 74%, die finde ich noch in Ordnung. Aber wahrscheinlich will er die getauscht haben, oder? Was ist mit dem Getriebe? Wo sitzt das Getriebe? Hier. Bin mir nicht so sicher, was ich tauschen soll. Vielleicht gucken wir mal von unten drunter. Ist eigentlich nur die Spurstange. Naja, dann tauschen wir halt die Spurstange aus, würde ich sagen. Das ist zu groß, aber ich das Auto oben haben. Gucken wir mal. Eine Spurstange. Das dürfte relativ weit unten sein. OPQRS SSS. Spurstange, 150 Euro. So. Auf geht's. Na, wie kommen wir jetzt an diese Spurstange dran? Ah, komm. Diese Steuerung. Hallo? Kamera. Komm nicht dran. Ich komme nicht dran. Was muss ich alles abschrauben, damit ich dran komme? Oh, Bremssattel ist auch nicht so. Nerv, nerv. Hallo? Wieso lässt er mich hier nicht anfangen zu schrauben? Ach so. Weil ich Depp auch die Räder abschrauben sollte. Also fangen wir mal damit an. Ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist. So, kommen wir jetzt hier dran. Spurstangenkopf ist auch im Arsch. Spurstange. Servolenkungsstange. Müssen wir die auch abschrauben? Oh, diese Steuerung. Ich glaube, ich muss noch mehr Teile kaufen. Noch einen Spurstangenkopf. Noch eine Spurstange. Okay. So, wie komme ich da dran? Gar nicht. Damit. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Du kommst da einfach nicht an die Sachen ran. Jetzt komme ich dran. Wie heißt das? Servolenkungsstange. Okay. Wir brauchen einen Spurstangenkopf, noch eine Spurstange und eine Servolenkung. Oh. Da machen wir ja Minus.
Da machen wir fett Minus. Und ich kann sie nicht reparieren. Und nu? Tja, dann bauen wir sie wieder ein. Hilft ja nix. Ich glaube, das wird irgendwie nicht so wirklich gut. Ich glaube, 79% ist doch einfach. Ist wahrscheinlich gar nicht kaputt genug. Naja, schauen wir mal. Ob wir das irgendwie hinkriegen. Wie soll ich das denn reparieren? Also, was ist kaputt? Ich weiß es doch nicht. Ich muss das Getriebe rausbauen. Mal ausprobieren. So. Kann man das überhaupt irgendwie rausbauen? Nö. Was sagt denn überhaupt der? Gucken wir mal. Ob der noch was sagt dazu? Ohne Witz, wo sie jetzt ja alles auseinanderbauen, oder was? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was kaputt sein soll. Na toll, ich dachte, das wäre irgendwie so eine Anleitung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann doch hier nicht das ganze Getriebe auseinanderbauen, oder? Tja, probieren wir es mal. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Eigentlich haben wir keine Zeit mehr, aber wir gucken trotzdem mal. Ich glaube, da müssen wir wirklich alles auseinanderbauen. Das Getriebe ranzukommen. Okay. Schon mal nicht schlecht. Andere Seite. So.
weg. Bremsbeläge sind noch gut. Das Ding weg. Und dann konnten wir hier ran. Jetzt muss das Teil irgendwie raus. So. Und jetzt? Getriebe. Glaube ich von unten. Oder auch nicht. Damit. Okay, wir kriegen jetzt das Getriebe daraus. Beziehungsweise hängt da noch irgendwas dran. Ah, der Anlasser. So. Jetzt können wir es abbauen. Da bin ich mal gespannt. Kupplungsausrücklager. Krass. Gucken wir dann nochmal weiter rein, ob da noch mehr bei ist. Schlupfscheibe, 16%. Jetzt haben wir es aber, oder? Okay, ab zum Computer. Was müssen wir kaufen? Schlupf irgendwas. Die da. Und so ein komisches Teil. Wie hieß denn das? Kupplungsdruck. Kupplungsausrücklager. So. Dann wollen wir mal wieder anbauen. Schöne Schrauberei hier. So. Jetzt war hier noch der Kollege. Und die waren jetzt, glaube ich, über die Reifen. Jawohl. So, Bremsscheibe, Bremsbeläge. Alles hier daran. Bastel, Bastel, Schraub, Schraub, Schraub. Fertig, andere Seite. So, was haben wir denn da? Diese komische Stange. Schraube. Dann die Bremsscheibe. Bremsbelag 1. Bremsbelag 2. Bremssattel. Dat. Und Rad. 2, 3, 4 und 5. Oh, geschafft.
Puh, okay, war glaube ich ein Verlustgeschäft, weil wir diese komischen, weiß nicht, was es war, Lenkstangen-Dings da oder was es war, Antriebswelle, irgendwas. Ja. Okay, ersetzt die Batterie über Wühlmaschine, das schaffen wir in dieser Folge nicht mehr. Denke mal, ich werde aber noch eine aufnehmen. Dann bis zum nächsten Mal, euer Sul. Ciao, ciao.